Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Nachdem Ralf letzte Woche da war, haben wir heute nochmal wieder einen Gast. Bernhard Jesch. Etliche von euch kennen ihn schon. Er ist so ein Kombi-Genie, Gärtnermeister, Gartenbautechniker, Imkermeister. Auf dem Cover habt ihr ihn mal an seinen paar Bienenvölkern, die er momentan noch betreibt, nachdem er eigentlich hauptsächlich jetzt im Gartenbereich aktiv ist, gesehen. Und demzufolge geht es auch heute noch mal ganz tief in die Pflanzen, die momentan oder in den nächsten Tagen und Wochen anfangen zu blühen. Bernhard, habe ich irgendwas vergessen, was wir wissen müssen über dich? Deine Webseite Ich können wir noch mal. wohne in der Nähe von Hannover, Ah wenn ja. das ein Begriff ist. Für Und mich. fängt die norddeutsche Tiefebene an. Für mich ja. Hier haben wir noch mal seine Webseite im Garten Jesch. Wohnt dein Betrieb ist irgendwo bei Hannover. Springe, meine ich, ne? Ja, genau. Ortsteil Bennigsen mit W wie Bertha. Im Es gibt den auch Emmengarten. mit W wie Whisky. Und Okay. das ist die Straße Immengarten. Habe ich mal dran gedreht. Ja, das schafft nicht jeder. Aber ab und an klappt das mal. Gut, dann fangen wir Jo. mit den Blumen an. Du hast das Kommando heute, du kannst selber steuern. Dann werde ich mal das erste Bild. Ja, noch was Wichtiges noch. Ja, was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ach, na, meinen sozialen Status kann ich ja noch mal bekannt geben. Single. Also, falls da irgendeiner eine junge Gärtnerin hat, die noch einen kernigen Gärtner sucht, also ich könnte noch eine einstellen. So, Unter anderem. heißt das jetzt. Würde mich auch selber noch mal vermehren wollen, auch wenn ich schon etwas reifer bin. Das nur so nebenbei. So, eine Pflanze, die im Mai blüht. Wir sprechen hauptsächlich über Bäume und Sträucher. Dazu braucht man allerdings ein bisschen mehr Platz. Aber wenn man den Platz nicht hat, gibt es eine gute Möglichkeit. Man kauft sich Jungpflanzen, zieht es im eigenen Garten größer und geht dann an die Öffentlichkeit, Ortsrat und so weiter und sagt: Herr Bürgermeister, auf dieser hässlichen Wiese, da fehlen noch zwei, drei Bäume. Und wissen Sie was, Herr Bürgermeister, ich stifte Ihnen die Bäume. Und er will ja wiedergewählt werden. Und dann kann er schlecht Nein sagen. Und dann sollte man gleichzeitig noch was fertig machen für die Presse. Dass man sagt, das ist hier zum Beispiel eine Manna-Esche, die duftet ganz stark. Hier bei der handelt es sich um männliches Exemplar. Davon gibt es dann auch weibliche Exemplare. Und in der Pflanzenwelt gibt es nichts, was es nicht gibt. Es gibt da auch diverse Exemplare, die sind zwittrig. Bei Menschen haut das noch nicht so ganz Sinn an, obwohl das auch einige gern möchten, aber das klappt nicht. In der Pflanzenwelt klappt das. Und die werden also, sind kurzstämmig, werden also 10, 12 Meter hoch. Und wenn die blühen, da duftet der ganze Garten danach. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich habe da die entsprechenden Jungpflanzen da. Also wenn einer größere Jungen, die sind auch schon etwas größer, die sieht man schon, da muss man nicht gleich eine Lupe mitnehmen, sind dann natürlich auch nicht ganz so günstig, als wenn ich da so eine 20-40er-Kerlchen habe, aber ich arbeite mit GLS zusammen, da kommen so ein langes Paket rein und dann werden sie mit GLS weggeschickt. Also in letzter Zeit klappt das prima, einen Tag weggeschickt, ich habe das verfolgt. Nach 10 Minuten ist es von dem Depot schon weg unterwegs gewesen und am anderen Tag waren die Dinger schon da. Also in letzter Zeit klappt das ganz gut, die werden besser da, die GLS-Leute. Jo, vermehrt wird der Fraxinus ornus durch Saat. Kann man aussehen. Da muss man allerdings ein weibliches oder zwittriges Exemplar haben, dass man das Saatgut da findet. In botanischen Gärten, da steht da manchmal der Name auch dran. Da sieht man ja im Winter nicht, was es für eine Esche ist. Wenn der Fraxinus ornus dran steht und Samen dran ist, kann sein, dass was runterspringt und mit will. Den kann man dann nachher aussehen. Muss ich beim Aussäen irgendwas machen? Besonders tief in die Erde legen, flach legen? Nur die werden einfach einen Zentimeter zugesät, Zentimeter in die Erde rein. Man kann das schon im Herbst machen. Bei einigen Pflanzen bin ich mir nicht ganz sicher, ist es ein Kaltkeimer oder ist es kein Kaltkeimer. Und um dem vorzubeugen, kann man das, wenn es geht, alles schon im Herbst aussehen, dass sie die kühle Periode im Winter mitkriegen und dann im Februar dann ins Gewächshaus reinholen. Und dann kommen die richtig ruckzuck raus.
Allerdings sollte das Gewächshaus so sein, dass die Drosseln nicht reinkommen. Da habe ich heute ein bisschen Probleme mit gehabt. Die haben von einer Pflanze Amorpha fruticosa meine ganze Aussaat mehr oder weniger zertrümmert. Schaden von 500 Euro etwa. Ja, das nur so nebenbei. Jetzt habe ich hier eine Prunus pardus colorata, eine Traumkirsche, sonst blüht die immer nur in Weiß. Wird so gut wie von fast keinen Insekten beflogen. Es sollen also zwei Wildbienenarten draufgehen. Hier bei uns im hannoverschen Bereich gibt es diese Wildbienen nicht. Da gibt es nur eine Haarmücke, die nennt sich Bibio marzii. Und die lebt dann vegetarisch unten im Mulm. Und diese Haarmücke gibt es auch nicht jedes Jahr. Weiß nicht, was die da für einen Zyklus hat. Jedenfalls, wenn es die nicht gibt, dann hat die Prunus pardus, die weiße, noch nicht mal Samen dran. Wenn es sie gibt, dann hat sie viele Samen dran. Und dann kommen die Vögel, machen das, was sie immer machen, verteilen das in Nachbarsgarten. Und dann wachsen überall kleine Prunus pardus Dinger, die da nicht besonders, zwar schön blühen, aber kein Nektar und sowas liefern. Und davon gibt es eine Unterart, die hat man 1953 in Pippi Langstrumpf Land, in Småland, in der Ortschaft Flekkefjord, nee, oh, jetzt komme ich jetzt nicht ganz drauf auf den Namen. Jedenfalls in Pippi Langstrumpf Land hat man die 53 gefunden, die blüht rosa. Und auch diese rosa blühende Prunus pardus, da gehen alle Insektenarten wieder drauf. Hier habe ich dann eine Wildbiene drauf. Ich glaube, das ist die rostrote Mauerbiene, die da drauf liegt. Die blüht etwas später. Die ist in Knospe, während die weißen schon anfangen zu blühen. Etwas später. Wird aber durch Stecklinge vermehrt. Das geht eigentlich ganz gut. Dürfte ich gar nicht verraten. Aber da hatte ich jetzt auch ein bisschen Pech. Ich habe eine im Gewächshaus, ein Mini-Gewächshaus stehen mit Fußbodenheizung. Und da muss wohl beim Gießen einer den Thermostaten rausgezogen haben und hat es auf die zweite Matte gepackt. Man hat die eine Matte geheizt, auf Teufel komm raus. Das wurde nicht mehr abgeschaltet. Naja, und dann sind einige Stecklinge dann unten verbrannt. Das konnten sie nicht ab. Das war zu warm geworden. 20 Grad schadet nichts, aber wenn es 35 Grad werden oder noch mehr, dann gehen die Wurzeln kaputt. Das war ein bisschen schade, aber naja, es sind ja noch genug Zweige dran und dann werden gleich wieder neue gemacht. Wie Die alt müssen Produktion die läuft dann Pflanzen weiter. sein, damit man die auspflanzen kann? Wie kann man schon als kleine Pflanzen aufpflanzen? Ich habe welche, die sind 20 cm groß. Vom letzten oder vorletzten Jahr Stecklinge. Ich habe auch welche, die sind zum Teil veredelt. Die habe ich auch vom Kollegen nochmal zukaufen lassen, weil ich zeitweilig nicht mit der Produktion hinterherkam. Die sind dann 1,50 m groß. Also die wären schon fast blühfähig. Einige haben auch schon Knospen dran, aber noch nicht alle. Also wenn man da jetzt welche pflanzt, die blühen mit Sicherheit nächstes Jahr schon alle, die großen. Also da hat man schon gleich was zu sehen. Muss da nicht so lange warten. Und wenn man größere Pflanzen kauft, kauft man sich dann Zeit. Ansonsten muss man dann ein bisschen länger warten, aber das muss man dann gucken, wie man es haben möchte. Also wie gesagt, es gibt kleine, die sind nicht so teuer. Und die größeren, die 1,50, 1,80 groß sind, die sind dann schon zu sehen. Haben das Ganze ja so ein rotes Laub drauf, auch interessant. Und dann kommen auch Früchte dran. Ich habe die noch nicht ausgesehen. Das heißt, ich habe es versucht, aber ich weiß nicht, ob da was rausgekommen ist. Normalerweise kann man die auch in der Küche verwerten, nochmal, die Früchte. Ansonsten kommen die Drosseln und was ich, wer das noch kommt und verteilt sie auch im Nachbarsgarten, auch nicht verkehrt. Das dürfte eigentlich bekannt sein, die ist die sogenannte Eberesche oder Vogelbeere. Die Bäume werden so 10, 12, 15 Meter hoch maximal. Die leben leider nicht so sehr lange, fruchten aber schon als relativ junge Bäume. Das haben viele Pflanzen, die nicht so uralt werden, die fruchten schon als junge Pflanzen ganz fürchterlich. Sie wollen sich ja nur vermehren, darum geht es ja bloß. Die blühen dann Mitte bis Ende Mai, die Ebereschen. Werden dann auch im Herbst von den Vögeln weggefuttert. Das wird man also zweierlei nutzen, einmal für die Insektenwelt und zweitens für die Vogelwelt. Und die Vögel müssen ja auch was zu futtern haben. Die sind ja auch alle, nagen auch alle am Hungertuch, denn in einer freien Agrarindustrielandschaft gibt es ja nicht mehr viel. Das ist das Traurige. Und die Ebereschen, wie gesagt, dann laufen auch hier und da schon mal Sämlinge auf, die kann man dann ausbuddeln und weiter vermehren. Oder wenn man die vermehren will, dann erntet man das Saatgut, sät es im Herbst aus. Allerdings muss das Fruchtfleisch dann weg. Man muss hier ein bisschen antrocknen lassen und dann aus dem Fruchtfleisch auspulen. Denn im Fruchtfleisch selbst sind keimhemmende Stoffe drin. Denn normalerweise soll diese Frucht durch einen Vogelmagen durch. Und dann wird die Samenkörnchen werden mit einem Klacks Dünger irgendwo in der Pampa ausgesät.
Ganz praktisch ist das. Wenn gleich gedüngt und dann können sie gleich am nächsten Jahr drauf loswachsen. Und wenn man sich immer sich versieht, steht da eine schöne Eweiche. Das ist eines der besten Frühtrachtbäume noch. Der Bergahorn wird jetzt ein bisschen schlecht gemacht, weil er nicht ganz so viel Hitze vertragen soll. Und er wächst, würde ja nur im Berg wachsen. Er wächst auch auf einer Insel, und zwar im Fehmarn, nein, im na, nicht Fehmarnsund. In Flensburg, in Flensburger Förde wächst sie. Die Ochseninsel gehört schon zu Dänemark. Und da wächst der Bergahorn direkt an der Wasserkante. Also er trägt auch schon mal nasse Füße. Das macht dem nichts aus. Und er honigt einmal nach der Obstblüte erst über die Blüte. Und 14 Tage später, wenn die abgeblüht sind, honigt er nochmal. Weil in den Blütenständen sitzen Zierläuse drin und die liefern nochmal Honigtau. Bei mir fallen die Zierläuse, mein Bergahorn, da ist zum Teil Pflaster drunter. Dann fallen die Zierläuse aus Pflaster runter, weil da so viele dran sitzen. Das können ja nur die Geflügelten wegfliegen. Die anderen, die purzeln dann runter, wenn sie sich zu sehr drängeln. Und dann kommen die anderen Vögelchen wie Rotschwänzchen und so weiter und dann sammeln sie die unten vom Pflaster auf. Sieht ganz lustig aus. Da hatte ich letztes Jahr so eine Veranstaltung von unserem Verband aus hier in Hannover. Und dann kam Pia Aumeier und sagte, ja, guck mal hier, ganz was Tolles, da ist schon Honigtau drauf. Da musste sie leider darauf hinweisen, dass das ein ganz normaler Vorgang ist, dass da jedes Jahr da die Läuse drin sitzen und Honigtau liefern. Also nichts Besonderes, das ist ein ganz normaler Vorgang beim Bergahorn. Wie gesagt, er will ein bisschen feuchter stehen, ansonsten braucht er keine Berge, er steht genauso gut im Flachland. Das ist ihm egal. Das Kind muss ja nur einen Namen haben und er hat den Namen Bergahorn gekriegt. Jetzt glauben viele Leute, der arme Ahorn wächst nur im Berg. Das ist dem Ahorn egal. Er will natürlich nicht auf die trockenste Kuppe oben an der Spitze. Vermehrt sie durch Samen. Also ich muss also von meinem Mutterbaum jedes Jahr hunderte oder tausende Sämlinge umbringen. Ich habe es auch schon mal gemacht, die Sämlinge alle abgeschnitten. Nach 4 Wochen sind die wieder weitergewachsen. Die können aus dem Bildungsgewebe eine neue Knospe bilden und wachsen dann wieder weiter. Da habe ich doch etwas sparsam geguckt. Also man muss die dann, wenn man sie nicht haben will, leider rausziehen. Ansonsten kann man das Saatgut auch sammeln und macht dann so Guerilla-Gardening. Schmeißt man in irgendwelche Ecken, wo nichts steht, da haben das Saatgut über den Zaun. Ist auch nicht verkehrt. Dann kriegt man auch was grün, was man keiner grün haben will. Jetzt habe ich noch einen größeren Baum, der auch nicht so ganz groß wird. Der Bergahorn wird größer. Die Scharlach-Rostkastanie als Sämling. Das ist eine Kreuzung aus 2 verschiedenen amerikanischen Kastanien. Da geht die Miniermotte nicht dran, das ist schon mal viel wert. Und die blüht dann rot, da gibt es extra Auslesen und Lesen noch von. Und der Kreuzung wurde nachgesagt, die würde kein keimfähiges Saatgut bilden, aber das hatten die nicht gewusst. Die bilden trotzdem keimfähiges Saatgut. Bei uns hier an der Schulhof steht so eine rote Rostkastanie, da ernte ich jedes Jahr mein Saatgut. Und letztes Jahr, als wir nach Friedrichshafen runtergefahren sind, der Lehrling und ich, kommen auf den Parkplatz und sagen, guck mal, rote Rostkastanien, die Früchte sind gerade reif. Die haben nämlich keine Stacheln, deswegen kann man sie ganz gut erkennen. Die weiße Rostkastanie hat die Stacheln drauf und die rote nicht. Die hat eine glatte graue, graubraune Schale. Naja, und als wir dann unser Tula-Pause zu Ende hatten und kurz drauf hatten die Rostkastanien auch keine Samen mehr. Die wollten dann mit uns weiterfahren. Haben sie auch gemacht, die sind gerade aufgelaufen. Die wachsen schon wieder, die nächste Produktion. Und die sind dann auch wieder rot? Oder? Die müssen auch wieder rot sein. Also es gibt also Kreuzungen, die dann wieder echt fallen. Das gibt es öfters mal, aber nicht immer. Das ist also, in der Natur gibt es nicht, was es nicht gibt. Das ist immer wieder, man kann da also nichts verallgemeinern. Unsere deutsche Mentalität neigt ja immer dazu, alles zu verallgemeinern. Also in der Natur kann man nichts verallgemeinern. Jede Pflanzenart, jeder hat ihre Eigenarten, jeder hat ihre eigenen Ideen und die eine macht das so, die andere so, die nächste ist dann stellt sich steril, der liefert kein Nektar und kann gar nichts mehr. Die ist nur noch was zum Angucken oder zum, wegschmeißen, würde ich sagen. Die brauchen wir dann auch nicht mehr, wenn da nur noch eine Augenweide ist, die Insekten und das alles nichts von haben. Das muss dann auch nicht sein, dass man die armen Insekten dann ärgert. Weil die fliegen erstmal dran und gucken dann jetzt. Wie gesagt, die Kastanie, wenn der eine so eine Rostkastanie findet und weiß, wo die Früchte, wo die steht, da kann er im Herbst beigehen und dann die Früchte einsammeln, kann er selber weiter vermehren, kein Problem.
Eine Pflanze, die im Frühjahr auch sehr früh blüht, die Haferschlee, das ist so quasi so eine wilde Zwetschgenpflaume oder Schlehenart. Oder, davon gibt es ganz verschiedenste Typen mit gelben Früchten, mit roten Früchten, mit blauen Früchten, alles Mögliche ist da drin. Da ist noch richtig genetische Vielfalt drin in den Dingern. Das ist eine feine Sache und die blühen relativ früh jetzt. Im Frühjahr, ich habe da so eine milde Mirabelle stehen, die so mirabellenartige Früchte hat. Die haben allerdings den einzigen Nachteil, die Früchte sehen ganz lecker aus, aber die muss auch vom Stein ablutschen. Die kriegt man da nicht runter. Der ist so festgewachsen, der Stein, da kriegt man die Früchte nicht runter. Meine Ex-Frau hat die auch mal eingekocht und dann haben wir nachher gesessen und die Dinger alle von den Steinen abgelutscht. Jetzt die geht einfach nicht. Da haben wir es dann gelassen mit. Das hat sie einmal oder zweimal gemacht, da sehe ich, das bringt es nicht. Die so mühselig zu essen. Aber die bringt dann auch schon mal Wurzelbrut und dann laufen auch mal welche auch. Oder die Sämlinge laufen dann schon mal in der Gegend aus, wenn die Früchte durch die Gegend fliegen. Oder die Vögel, die wegschleppen. Oder der Igel, die wegschleppt. Der Igel frisst die Früchte auch ganz gern. Der will ja auch mal was Süßes haben. Nicht immer nur nacktige Regenwürmer. Das ist auch eine feine Sache mit den Dingern. Die blühen dann im Frühjahr. Noch eine Pflanze, die jetzt gerade anfängt zu blühen, die Felsenbirnen, die werden nicht ganz so groß, da gibt es verschiedene Typen von. Dann die Amelanchier ovalis, das ist die Felsenbirne, eher die europäische, die gibt es noch mit als Ovalis helvetica, da ist sie noch etwas niedriger. Dann Amelanchier lamarckii, die kommen aus Nordamerika, die werden alle von Bienen und Insekten beflogen, haben alle eine schöne Herbstfärbung und dann die tollen Früchte dran. Und da habe ich mit Ludger vorhin gerade erzählt, aus denen die Früchte in Eierpfannkuchen einbacken. Schmeckt super. Hat meine Ex leider zu selten gemacht. Allerdings haben die Felsenbirnenfrüchten einen Nachteil. Die Drosseln mögen die auch. Und da muss man eventuell etwas schneller sein. Man Muss. darf nicht an einem einen Tag beschließen, morgen ernte ich die. Wenn man das denkt, das hören die Drosseln. Dann sind die an dem Morgen schon früher da. Und wenn man dann mittags kommt, dann sind die weg. Also sollte man, wenn man sich das überlegt, dass die Früchte ernten will, sollte man sie gleich ernten. Sonst sind sie wirklich am nächsten Tag verschwunden. Dann haben die Drosseln, die sagen sich dann untereinander Bescheid. Dann fallen dann 10 Drosseln in so einen Busch ein und dann war es das mit der Fruchternte. Nimmt man die Die Früchte sind. ganz oder muss man da irgendwelche Kernchen rausmachen? Nee, die Kernchen sind ganz kleine Kernchen sind das. Und die kann man so zerbeißen, kein Problem. Und wenn die nachher gekocht sind, sind die noch weicher dann. Die werden ja dann. Wenn sie gebacken werden, dann im Eierpfannkuchen, dann werden die weicher. Da merkt man die gar nicht. Das sind ganz kleine, flache Körnchen. Da ist nicht viel drin. Nicht wie bei der Zwetsche oder so, wo so harte Steine drin sind. Nee, das sind kleine, das ist so mehr in die Apfelart. Aber noch kleiner dann. So ähnlich wie die Aronien, die Früchte. Ah ja, Bloß die gut. Aronie hat so einen Pelzchengeschmack und so. Und diese Pelzchen, ich habe jetzt in irgendeiner Gartenzeitung gelesen, dass die Aronien so lecker schmecken würden und die Felsenbirnen schmecken nicht. Ich glaube, diejenige, die das geschrieben hat, hat noch nie Felsenbirnen gegessen. Also die Felsenbirnen be schmecken bedeutend besser wie Aronien. Aronien kann man aber auch so essen. Das ist auch so ein Superfood, damit man richtig alt werden kann. Also Felsenbirnen werden durch Saat vermehrt, auch durch Ableger. Das kann man auch ohne weiteres machen, dass die dann Ableger machen. Das kann ich leider nicht erkennen, was hier drunter Da wird steht. gefragt, ob wir am Abschluss eine Liste der Pflanzen, die wir heute vorstellen, machen. Ich glaube, da hast du was vorbereitet, ne? Ja, genau. Da habe ich Gott sei Dank was vorbereitet, ja. Jedenfalls, also wie gesagt, die Felsenbirnen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Die kann man auch selber aussehen. Wie gesagt, da muss das Fruchtfleisch auch immer weg sein, dass man auseinanderpult und dann das ohne Fruchtfleisch aussieht. Ich habe das mal bei einer anderen Pflanze gemacht mit Fruchtfleisch. Da sind sie erst ein ganzes Jahr später aufgelaufen. Als das verrottet war und vergammelt war, danach am nächsten Jahr kamen die erst die Sämlinge. Und sonst so kommen die dann gleich im Herbst aussehen, im Frühjahr kommen die dann alle. Ach, jetzt habe ich falsch gedrückt hier. Da unten. Na. Das wegmachen. So noch weg. Na, notfalls kann ich hier weiterschalten. Jetzt habe ich das. Dann sag mir einfach, wenn du Jetzt ist das, habe weiterschaltest, ich auf dem. schalte ich für dich weiter. Das muss. Jetzt ist es weg. Das ist ein Ahorn, ein Weinblatt-Ahorn, der also interessante Blätter hat, wo die Blüten dann auch von Insekten beflogen werden. Das hat so weinartige Blätter dann.
Der wird auch nicht so riesengroß. Der steht weltweit in Bad Grundstein etliche Exemplare rum. Und da habe ich auch schon mal Saatgut von mitgebracht. Ansonsten ist ja auch bei meinen Kollegen im Handel, im Großhandel, kriegt man die dann auch schon mal. Leider gibt es da nicht alles. Gerade in diesem Jahr gibt es vieles nicht mehr. Der wird also nicht ganz so riesengroß aus, was für den kleineren Garten, so 5-6 Meter wird der Weinblatt Ahorn. Da passt er auch in die kleineren Gärten rein. Und muss nicht klein geschrieben werden, wie es viele Gärtnerkataloge steht. Mit einem Baum, der 15 Meter hoch wird, dann bis 5 Meter nur angegeben, dann pflanzt der Kunde den in den Garten. Und nach knapp 10 Jahren, dann kriegt er die Panik, weil das Ding riesengroß geworden ist. Muss dann doch die Säge nehmen, das muss ja nicht sein. Da muss man also ehrlich genug sein, dass man sagt, okay, der eine wird 15 Meter hoch und der andere wird eben nur 5. Der wird 7 bis 8 Meter, mehr schafft er dann nicht. Eine Pflanze, die auch jetzt für die Klimaerwärmung super geeignet ist, Prunus Mahalep, ist eine Knospe, dauert also noch 14 Tage oder 3 Wochen, bis er blüht. Mit einem ganz tollen, ja, wollte ich denn sagen? Diesen Duft von oh, jetzt komme ich da nicht drauf. Wonach riecht er denn? Ah. Die Mandelfrüchte duften so ähnlich. Bittermandel? Ah. Bittermandelduft, genau. Naja, schon spät heute. So ein Bittermandelduft hat der drauf. Die blüht auch schon. Also ganz, ganz tollen Duft. Kommt auch wirklich aus trockenen Standorten vor. Ich habe da neulich jemanden gesprochen, der ganz aktiv im Nabu ist und so weiter und so fort. Nein, um Gottes Willen, weil ich den auch vorgestellt hatte, die Steinwerke, nein, die wächst nur im Süden und die wächst hier genauso gut. Ich habe einen Kunden an so einer Straßenböschung, hat er die stehen, das wächst und gedeiht als Ding und wenn der blüht, da duftet die ganze Bittermandelduft. Die ganze Gegend duftet nach Bittermandel, das ist also richtig toller Duft. Und das ist auch kleine Früchte, dann die könnte man auch in der Küche verwerten, aber wie gesagt, da ist ein bisschen Pelle dran und da ist ein Steinchen drin. Der ist also nicht viel, ein bisschen Saft kann man davon ernten. Aber der Blütenduft ist toll und die Vögel wollen im Herbst ja, wie gesagt, auch was zu futtern haben. Und die kann man auch durch, die werden dann durch Aussaat vermehrt. Das ist ein ganz tolles Duft und der wird also 8-10 Meter kann der schaffen, aber mehr nicht. Gibt so ein bisschen auseinander, wächst so ein bisschen breit, schlackerig. Jetzt habe ich heute einen eingepackt. Ja, in Grünberg will einer so ein Ding haben. Da kriege ich den dann morgen geschickt. Mhm. Da wollte ich gleich noch einen größeren haben. Hier kommt gerade eine Frage rein, die vielleicht nicht ganz zur Jahreszeit passt, weil er ein bisschen später blüht. Hat jemand Faulbaum ausgesät? Da läuft nichts aus oder auf. Was hat er falsch gemacht? Hat er mit Fruchtfleisch ausgesät? Wenn er es mit Fruchtfleisch ausgesät hat, das muss er, wenn er Pech hat, noch ein Jahr warten. Beim Faulbaum ähnlich wie bei der Felsenbirne. Wie bei der Felsenbirne. Das Fruchtfleisch muss immer weg sein. Ich pule alles mühselig aus. Also wenn ich Faulbaumsamen ernte, oder besser gesagt Pulverholz, dann quetsche ich die, wenn die reif werden, dann quetsche ich die aus, als ich nur die Samenkörnchen habe. Das geht am schnellsten. Dann schmiert man sich zwar die Finger voller, wozu gibt es Wasser und Seife und so weiter, werden die schwarzen Finger dann wieder menschenfarbig. Ich habe jetzt von Maronien Saatgut ausgepult. Da waren die Finger also dunkelblau gewesen, aber es ist wieder ab. Und meine Finger sehen wieder grün aus. Nee, also da sollte man das Fruchtfleisch wegmachen. Das kann sein, wenn das dran war, dass das richtig verrotten muss und dass die Keimhemmung noch dann ist. Denn sonst könnte das Saatgut am Baum schon auskeimen. Das soll ja nicht sein. Das muss wirklich in der Erde sein, dass das alles weg ist und bedeckt ist. Und dann können die Keime auf. Deswegen haben sie diese Keimhemmung drin. Die Pflanzen haben sich ja schon was bei gedacht. Also dann würde ich sagen, nicht wegschmeißen. Ein alter Gärtner hat gesagt, wenn man was ausgesät hat, soll man es mindestens 2 Winter liegen lassen. Wenn danach nichts mehr kommt, dann kann man es getrost wegschmeißen. Aber 2 Winter sollte man abwarten und dann gucken, was kommt. Habe ich bei einigen Linden auch erlebt. Nach 3 Jahren kamen sogar noch Lindensämlinge raus. Da war ich ganz überrascht, weil die eine noch nicht so groß war, habe ich den Pott stehen lassen, aber man kam nochmal 2 hinterher gekleckert. Also das ist... Als Gärtner muss man leider Geduld haben. Dann halt so. Sagen wir ihm das. Er meinte zwar, der Samen, den er gekauft hat, er hätte den Samen gekauft. Von daher wäre es Fruchtfleisch weg gewesen. Aber wenn du sagst 2 Jahre,
muss er noch mal ein bisschen warten. Er sollte noch mal, die muss also wirklich die kühle Periode im Winter durchmachen. Und bei dem Faulbaum ist es so, das Samenkörnchen bleibt in der Erde drin. So ähnlich wie bei der Kastanie. Die Kastanie oder Esskastanie bleibt die Frucht ja auch drin liegen. Und dann kommt so ein ganz dünner Zwirnsfaden, mehr ist es gar nicht, kommt dann ganz zart rausgewachsen. Und da entwickelt sich eine Pflanze, die im ersten Jahr sogar schon blühen kann, habe ich schon erlebt. 30 cm hoch geworden und hatte immer noch. Wir bleiben beim Pulverholz. Die nächste Frage bezieht sich darauf, wenn man die umpflanzen möchte. Wie groß muss der Ballen sein? Einfach ziehen, rausziehen. Also muss man nicht viel Ballen drin haben, aber dann zurückschneiden. Okay. Dann auf die Hälfte zurückschneiden, dann wachsen eigentlich alle wieder anders. Wenn das lockerer Boden ist, dann hat man die ruckzuck rausgezogen. Das geht ganz flott. Und da muss man nicht viel machen. Jetzt geht es zu dem, was wir davor hatten, zu einer Rosskastanie. Ich weiß jetzt nicht, ob weiß oder rot, aber der hat 50 cm große Sämlinge und fragt, ob er die noch umpflanzen kann. Die kann man noch umpflanzen, man sollte dann, man muss halt tiefe Löcher machen, weil die Wurzeln sehr tief gehen. Die gehen also senkrecht, die Hauptwurzel geht senkrecht nach unten runter. Schlimmstenfalls muss man sie ein bisschen abschneiden, aber das ist kein Problem. Es werden ja auch richtig große Bäume mit 10 cm Stammdurchmesser umgepflanzt. Okay. Das geht auch, die wachsen dann auch an. Aber das bei 50 cm ist überhaupt kein Problem. Die kann man ausbuddeln. Halt das Loch auch jetzt entsprechend ist schon, tief machen. Ja, jetzt ist es schon fast ein bisschen spät, weil sie schon am Wachsen sind. Da müsste man gucken, dass man das im frühen Herbst macht. Okay. Das Laub runter ist und dann die schnell umpflanzt. Dann können sie besser einwachsen. Weil wenn die jetzt der frische Trieb drin ist, dann leiden sie zu sehr drunter. Dann sind sie zwar wahrscheinlich noch mal größer, aber dann lieber die richtige Periode abwarten. Dann die richtige Zeit machen. Oder man müsste die ganzen Blätter alle abschneiden, dass man die frischen Blätter abschneidet, nur die Terminale in Stängel stehen lässt. Das ginge dann auch nochmal, haben wir auch schon gemacht. Okay. Dass wir die Blätter abgeschnitten haben, nur den Haupttrieb dran gelassen haben, weil der lässt ein bisschen die Köpfe dann hängen. Da muss man so ein bisschen feucht halten und dann packen sie es meistens auch nochmal. So, dann wollen wir die nächste nehmen. Ja. Und ist so rot in der Tisch. Jetzt aber Pech. Ich hatte eben versucht, eine Frage reinzubekommen. Der fragt nach insektenfreundlichen Blühpflanzen, die in der Blumenampel gepflanzt werden können und trotzdem pralle Sonne abkönnen. Sowas Kleines haben wir jetzt natürlich auf deiner jetzigen Liste nicht. Nee. Hast du trotzdem eine Empfehlung? Das in Blumenpflanzen in der Sonne, das wären die Sedumarten alle. Die sind ja klein und die vertragen die Sonne und die Hitze. Die verschiedensten Sedumarten. Die sind nur am sichersten. Da kann man noch mal 3 Wochen in Urlaub fahren und die sind nicht vertrocknet. Alles andere an Ampelpflanzen, da muss man Wasserreservoir haben, lieben Nachbarn oder Nachbarin, die dann die Sache gießt und so. Und wenn das einmal vergessen wird, und dann war es das, hat man Tabak da oben sitzen. Und die Sedumarten, die vertragen das alles. Und die wachsen zum Teil über die Ampel drüber weg und hängen dann auch runter. Okay. Wenn sie dann die Blüten abgeblüht sind, dann stemmen die Blütentriebe zwar ab, aber es kommen immer wieder neue fürs nächste Jahr. Jetzt haben wir nochmal eine Traubenkirsche, die zum Teil verteufelt wird. Das ist die späte Traubenkirsche Prunus serotina. Ich habe mal im Waren-Müritzer Bereich, wir waren mit den Dendrologen mal da, habe ich einen Imker kennengelernt. Ah, sagt er, wenn die Traubenkirsche blüht, dann wandert er mit seinem Wanderwagen da schnell hin. Der Ramblus frango, das Pulverholz blüht dann auch noch. Und wenn er dann gibt es einen ganz tollen Honig, wenn man den Honigglas nachher aufmacht, das duftet richtig nach Kirsche. Der war ganz begeistert von seinem Traubenkirschenhonig. Und die Traubenkirsche wird ein bisschen verteufelt, weil die auch da wächst, wo die Kiefern wachsen. Meine Dendrologenkollegen, die ersten, die da in Nordamerika waren, haben da große Bäume gesehen, 20, 25 Meter hoch. Und da kam ja keiner an den Samen dran. Dann gucken sie im Gebüsch weiter, wie rechts auf dem Foto zu sehen ist. Ach ja, sind ja Traubenkirschen. Dann nehmen wir doch da das Saatgut. Bloß, dass das zwei verschiedene Typen sind. Einmal groß wachsen, die 20, 25 Meter werden. Und das andere die Strauchartigen. Dann hat man ja fast nur die Strauchartigen nach Europa eingeführt. Und da die Drosseln die Früchte sowas von gern mögen. Und die bringen durch ihre Blätter Humus in den Wald rein. Dann wachsen sie noch besser. Und die hat man früher, wenn man der Waldbesitzer an der Heide Kiefern hatte,
Dann ist er in Rente gegangen und hat immer die Kiefern geschlagen und hat von dem Kiefernholz gelebt. Und da sind frische Kiefern wieder aufgelaufen. Wenn jetzt Traubenkirschen da stehen, da laufen die Kiefern auf und die Traubenkirschen. Und die Traubenkirschen wachsen eine Runde schneller, dann gehen die Kiefern alle kaputt. Und dann hat er nur noch Traubenkirschen stehen, er müsste die Traubenkirschen dann aufschneiden, dass sie Bäume werden. Aber das haben die immer noch nicht so ganz hingekriegt. Naja, und die Traubenkirsche könnte man mit der Buche wieder bekämpfen, indem man Buchen dazwischen pflanzt. Die Buche wächst oben drüber. Wir haben uns das angeguckt, da in Wahre-Müritz. Da hat man Buchen dazwischen gepflanzt und die Buche bringt die Traubenkirsche dann wieder um. Aber das dauert dann 2 Generationen. Und derjenige, der das mal abgehackt hat, dessen Sohn soll das wieder ernten und der kriegt dann nichts mehr. Der muss erst mal warten, also seine Enkelkinder, die können erst wieder was ernten. Oder seine Urenkel. Deswegen sind die da ein bisschen stinkig drüber. Aber ansonsten, wenn man das richtig machen würde, könnte man die Traubenkirschen auch hochziehen durch die Bretter. Das ist wertvolles Holz. Mhm. Bloß das haben die noch nicht so gelernt. Aber dann brauchen die wahrscheinlich auch mehr als 2 Jahre, bis die soweit so groß sind, oder? Ja, das dauert eine Weile. Meine Schwester hatte bei sich eine im Garten stehen, die ist gewachsen wie der Teufel. Und davon habe ich dann das Saatgut gekriegt. Das stehen sie allerdings im kleinen Pöttchen und die wachsen natürlich nicht. So muss mal gucken, ob ich nochmal einen Platz finde, wo ich sie auspflanzen kann. Mein Gelände ist ja zu klein. Da steht ja schon wieder alles übereinander. Und die blüht dann erst Ende Mai, wenn alles andere durch ist. Das ist ja der Vorteil von der Traubenkirsche. Und dann blüht das Pulverholz dann auch. Und das gab dann so ganz leckeren Honig. Da war er ganz begeistert von. Da haben wir hier leider nicht stehen, weder das eine noch das andere. Das Pulverholz, das haben die Forstleute jahrzehntelang systematisch ausgerottet. Man konnte da leider keine Bretter draus sägen. Das nur so nebenbei. So, also wie gesagt, die Prunus serotina, die lässt sich ganz schnell durch Samen vermehren. Das sind unsere Vögel. Die sorgen dafür, dass sie immer wieder genug Nahrung wiederfinden. Jetzt haben wir hier ein sogenanntes heimisches Gehölz, das Pfaffenhütchen. Da leben nicht nur Läuse dran, da leben ganz viele Lebewesen dran. Dann Gespinstmotten, Raupen und was weiß der Kuckuck alles. Ich kann das nicht lesen, das ist irgendwie hier so komische Zeichen drauf. Das geht nochmal zur Traubenkirsche zurück. Wie lange blüht die ungefähr? Oh, so 3 Wochen etwa. Oh, ist doch schon ganz ordentlich. Es kommt immer auf die Temperaturen drauf an. Wenn es heiß ist, geht es natürlich schneller. Dann müssen die Bienen auch schneller fliegen. Wenn es kühler ist, dauert es ein bisschen länger. Also ca. 14 Tage, 3 Wochen nehme ich an. Ich versuche das immer aufzuschreiben, aber meistens ist es dann schon wieder zu spät. Dann habe ich schon wieder einen Anfang verpasst. Also Pulverholz ist ausdauernder, ne? Wie bitte? Das Pulverholz ist der Ausdauernder, was die Blüte zeigt. Das ist der Ausdauernder. Der blüht ein paar Monate. Wenn ich Glück habe, blüht im Oktober noch. Der ist da besser dran. Aus Pfaffenhütchen, das ist auch so eine Sache für sich. Ich hatte bei mir auf meinem Gelände erst ein einziges stehen. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Steht ein Pfaffenhütchen da, blüht jedes Jahr, habe auch Bienen dran gesehen, aber keine Früchte dran. Sag ich mal, warte, ich werde da Beine machen. Dann habe ich noch 2 dazu gepflanzt. Jetzt tragen sie alle 3 oder alle 4. Ist noch eins dazugekommen. Hat sich von alleine dann noch angepflanzt. Pfaffenhütchen braucht Fremdbestäubung. Und die guckt man hin. Ja, sie blühen, aber es ist noch kein Insekt dran. Nächsten Tag blühen sie immer noch. Und dann ist vielleicht mal so diesiges, nicht ganz so warmes Wetter. Und dann plötzlich brummt es 2, maximal 3 Tage. Da ist der ganze Spuk auch schon wieder vorbei. Also sie blühen relativ kurz. Aber dann wird drauf rumgeflogen, dass das Zeug hält. Und im Herbst sind dann die Früchte. Dann kommen alle möglichen Vogelarten, fressen die Früchte weg. Dann sitzen alle möglichen Läusearten dran. Zum Teil sitzt die Gespinstmotte dran. Und ich gebe ja zu, dass ich ein fauler Gärtner bin. Ich habe erstmal abgewartet, was passiert. Und irgendwann kamen die Grünfinken oder Grünhämpflinge. Das waren Pärchen mit ihren Jungen. Und die haben die ganzen Gespinstmotten aufgefressen. Und im nächsten Jahr sind die Jungen wieder mit ihren Jungen gekommen, haben die wieder gefressen. Die Vögel merken sich das nämlich ganz genau, was sie im letzten Jahr denen die Eltern gezeigt haben. Und kommen dann da wieder hin. Jetzt sind meine Gespinstmotten hier ausgestorben. Jetzt gibt es keine mehr. Meine Tochter war früher immer am Jammern, wenn sie morgens rausging, ja, schon wieder diese blöden Gespinstmotten, bleibt man mit den Haaren drin hängen. Jetzt sind sie weg. Man muss nur ein bisschen warten, ohne Biochemie, das geht auch von alleine. Dann sind die verschwunden und sie schaffen es nicht mehr, diese Population aufzubauen. Weil die Hämpflinge, die brüten sogar in so einem komischen Tuyer, den ich hier stehen habe, letztes Jahr gebrütet, konnte ich von meinem Küchenfenster aus sehen. Und ich habe dann, als sie ausgeflogen waren,
eine Stunde das Nest in diesem Thuja gesucht, bis ich es gefunden hatte. Da war sogar noch ein Ei drin. Das eins war anscheinend nicht befruchtet gewesen. Und glaube ich, nur 3 oder 4 Junge rausgekommen, aber die turnten da schon wieder in dem Thuja neulich rum und guckten nach, ob sie da wieder brüten wollen. Und ich höre sie dauernd singen, also jetzt sind da wieder ein paar Pärchen hier vorhanden. Und im ganzen Jahr fliegen irgendwelche Meisen, Blaumeisen, Kohlmeisen und alle möglichen anderen Vögel in den Pfaffenhütchen rum, weil da ganz viele verschiedene Läusearten sitzen. Und die Läusearten, das ist kein Ungeziefer, das ist Geziefer, das brauchen wir, damit unsere Vögel nicht verhungern. Denn die Vogelvielfalt ist ja nun leider auch zurückgegangen. Mit der gesamten Insektenvielfalt, das greift ja eins ins andere. Und deswegen darf auch keine Pestizide und sowas draufkommen, weil wir die Vögel damit vergiften. Und wenn die Blätter mal abgefressen werden von den Gespinstmotten, ist ja nicht so schlimm, dann gibt es in dem Jahr keine Früchte und im nächsten Jahr fruchtet er wieder. Und der Pfaffenhütchen treibt dann gleich wieder aus, der sogenannte Johannistrieb ist dann wieder grün. Das stört die auch nicht weiter. Die Bäume gehen davon nicht kaputt. Auch wenn Bayer so einen Blödsinn erzählt. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Das Pfaffenhütchen wird als Spindelholz bezeichnet. Da hat man früher in der Weberei diese Spindeln rausgemacht, weil das ja hartes Holz ist. Ich habe einen als Solitärgehölz stehen, das ist wohl 7, 8 Meter hoch. Das ist ein kleiner, schlanker Baum. Sieht ganz interessant, das kriegt eine schöne rote Herbstfärbung. Auf dem anderen Foto sieht man es ja noch, dass die rote Herbst, werden die Blätter schön rot, dann die Früchte dran. Das ist, dann im Frühjahr treibt er so grün aus. Also schon ein interessantes Gehölz. Also wir haben hier ein paar schöne heimische, aber nicht so viele. Das ist eine Pflanze, die stammt ursprünglich mal aus Nordafrika, aus dem Atlasgebirge, 1000 und 2000 Meter über Meeresspiegel. Und da gibt es eine blauschwarze Holzbiene. Die gibt es inzwischen jetzt auch hier bei uns, bei mir im Garten. Und dieser, oh, das war zu viel. Da habe ich sie wieder. Meinen Fingern draufgekommen. Da ist die blauschwarze Holzbiene. Genau. Sonst hat man da Probleme, dieses gute, schnelle Wesen. Das ist 3 Zentimeter groß. Das ist die größte Wildbiene oder Biene überhaupt, die wir hier in Mitteleuropa haben. 3 Zentimeter groß und ist sowas von schnell, die kriegt man kaum fotografiert. Aber an dieser Pflanze, Agyrocytisus batanderi, der Silberginster, hat sie sich sowas von niedergelassen, hat in Seelenruhe alles bestäubt. Und Nektar gesammelt. Ich konnte die so schön fotografieren, das hat richtig Spaß gemacht. Sonst habe ich immer das Problem gehabt, dass ich sie nicht erwischt habe. Ein Lehrling hatte mal eine abgeschossen beim Gießen, hat er dann nass geplanscht. Dann habe ich sie schnell eingefangen, ins Glas gesteckt, ein paar Fotos geschossen, Deckel auf und weg war sie wieder. Wir hatten Wahnsinnsgeschwindigkeit drauf. Das Saatgut habe ich ausgesät. Das haben jetzt die Schwarzdrosseln. Weibchen hat das alles durchgerührt. Ich weiß nicht, ob ich da noch was wiederfinde. Muss ich mal gucken, ob das noch vorhanden ist oder ob sie die Dinger nicht aus Versehen auch noch gefressen hat. Hier werde ich gefragt, das, was sonst mich meine Kunden immer fragen, die fragen, ob ich einen Lieblingshonig hätte. Hast du eine Lieblingspflanze? Nein. Ja, also den Bienenbaum, mit dem fing das Ganze ja mal an als Lieblingspflanze, aber ich finde alle schön, interessant. Jeder hat ihr eigenes Wesen dann wieder. Also dass man sagen kann, das ist die Superpflanze, die finde ich alle interessant. Auch wenn es das Rhamnus frangula pulver, so kleine, winzige Blüten. Dann ist dann am August, ist dann, kommen wir glaube ich nachher noch drauf, alles gleichzeitig dran. Knospen, kleine Knospen, große Knospen. Offene Blüten, kleine grüne Früchte und so weiter, alles auf einmal. Das muss erst eine andere Pflanze nachmachen. Und ich habe mehrmals Artikel drüber geschrieben, da habe ich geschrieben, da müssen unsere fernsehgewohnten Augen etwas genauer hinschauen. Was macht der Redakteur? Ein Strich durch und der Satz ist wieder weg. Ich könnte die schütteln, diese Burschen. Wie gesagt, das Agyrocytisus, ich muss mal gucken, was die Drossel mir da übrig gelassen hat. Ansonsten habe ich veredelte Pflanzen, die werden dann auf Goldregen veredelt. Und die sollte man dann tiefer einpflanzen, dass die Pflanze selber Wurzeln machen kann. Dass sie nachher auf eigener Wurzel steht. Die wachsen dann besser weiter.
Nur bei Obstbäumen, an Apfelbäumen oder Kirschbäumen, die veredelt werden, die klein bleiben sollen, die darf man nicht zu tief einpflanzen, sonst werden aus den kleinen Spindelbüschen werden dann riesige 10 Meter hohe Buschbäume oder noch größere. Da muss man aufpassen. Wir Ich drücke müssen dir mal mal so die ein Ding Daumen, rohen, das hat. dass die Drosseln hier noch was übrig gelassen haben, ne? Hoffe ich ja. Ich wollte die doch Samen echt haben, Wurzel echt. Dann hat die alles durchgerührt. Oh, richtig Krise. Naja, was soll's. Ist halt die Natur. Ich habe da schon Draht drüber gemacht und alles ist drunter gekrochen. Jetzt habe ich noch mal ein Ahorn, der ganz spät blüht. Das ist mit eines der spätest blühende Ahorn, der Azaginala, der Feuerahorn. Der duftet auch ganz eigenartig. Der blüht erst nach dem Bergahorn. Das ist eine ganz tolle Sache. Wird auch nicht so riesengroß und hat eine ganz tolle rote Herbstfärbung. Auf dem rechten Foto ist das noch zu sehen. Wird nicht ganz so groß, so 8 Meter nehme ich an. Ist nicht ganz so riesengroß. Ganz schönen, tollen Duft. Aber die Frage kann ich auch nicht ganz richtig lesen. Das bezieht sich auf den Sommerflieder, wie lange man den noch zurückschneiden kann. Ja, zur Not jetzt auch noch, wenn es sein muss. Ansonsten kann man den blühen lassen und säbelt dann wieder was runter. Aber der Sommerflieder ist nicht so pingelig. Man muss ihn nicht ganz so scharf schneiden, man kann nur das Längste wegschneiden, dann, weil er schon fast Blüten ansetzt. Die sind ja draußen schon ziemlich gewachsen. Aber ansonsten darf man das nicht so eng sehen. Also der ist hart im Leben, der Okay. Sommerflieder. Da könnte man sogar schon wieder Stecklinge machen von den frischen Trieben. Wäre jetzt möglich. Will ich keinen dazu animieren, aber die Möglichkeit besteht. Wenn der Azaginala, der wird durch die Saat vermehrt, durch Sämlinge. Achso, ich bin auf das Bild geklickt, da geht es natürlich nicht. Noch eine großer Baum, Pagodenhartriegel, habe ich im Arboretum Ellerhof gesehen. Riesenkracher, 8 oder 9 Meter hoch, so pagodenartig auseinanderwachsend, also richtig toll, im Juli am Blühen. Und dann die Insekten drauf, also das ist schon, es gibt schon interessante Pflanzen. Bloß die meisten interessanten Pflanzen haben Migrationshintergrund. Aber unseren Insekten, unseren Vögeln ist das sowas von egal. Da gibt es keinen Rassismus. Denn Rassismus hat nur die Menschheit eingeführt. Und das sollte man schleunigst wieder abschaffen. Das brauchen wir nicht. Es gibt schon genug Stress. Jo, also Pagodenhartriegel, der wird durch Samen vermehrt. Habe ich auch noch welche stehen. Wie groß muss ich mir denn Auch jetzt gut. solche Blütendolde hier vorstellen? Ja. Nicht ganz so groß wie vom Bienenbaum. So 15 cm Durchmesser kriegen die schon hin. Okay. Naja, das ist schon richtig was zu sehen. Und eine hinter der anderen, mal so etagenförmig übereinander sind, das sieht schon ganz interessant aus, die Dinger. Und wie lange blühen die? Im Juli blühen die da eine ganze Weile. Ich denke auch so 3 bis 4 Wochen. Okay. Ich hatte bei mir mal einen gepflanzt und dann hatten wir im Winter totalen Schnee. 20 Grad minus und knallige Sonne. Hat der arme Stängel einen Sonnenbrand gekriegt und ist kaputt gegangen. Habe ich bald geweint. Ich denke, so was Blödes. Macht man sich die Arbeit, pflanzt ihn da rein. Und dann im Frühjahr gehe ich noch mit der Gießkanne. Ich denke, der arme Kerl, der sieht so trocken, man musste mal gießen. Guck ihn, ach du meine Güte, das war's dann wohl. Hat sich die ringsrum die Rinde abgelöst. Da habe ich nie mit gerechnet. Die Sonne, die knallte dann drauf bei 20 Grad minus. Und dann wird das hier die Reflexion von unten noch, dann heizt sich das so auf und dann ist ja nur die Nordseite hing noch ein bisschen dran. Die ganze Südseite war die ganze Rinde losgegangen. Als ob er ein Messer genommen hat, hat es aufgeschnitten und nach hinten geklappt. Ich habe da noch einen rumstehen, mal gucken, ob ich da noch einen Platz finde. Jetzt habe ich da eine amerikanische Linde hingepflanzt, die als besser überstanden. Hat mir ja keinen so blöden Winter gehabt. Eine salzresistente Pflanze jetzt. Das ist was für die Kommunen. Wenn sonst nichts wächst, die Silberölweide wächst ja immer noch. Die wächst auf dem Autobahnmittelstreifen. Wir sind Okay. mal, wo sind wir runtergefahren? Irgendwo hingefahren im Sommer zu irgendeiner Verkaufsveranstaltung nach dem Motto, was duftet denn hier so, mein Lehrling? Ja, guck mal, da die Ölweiden. Die duften so stark, dass man es während der Autofahrt im Auto riechen kann. Im Juni, Juli blühen die dann. Ganz toll. So ein süßlicher Duft, also ganz, ganz angenehmer Duft ist das dann. Und die sind salzresistent, das stört die alles nicht. Je nachdem wie. Und die kann man mal zurückschneiden und so weiter. Sonst werden die als sibirische Olive bezeichnet. Die Früchte werden eingelegt und dann kann man so ein bisschen Fruchtfleisch davon runterkauen.
Aber meistens bestehen die aus einem riesen harten Kern. Die Okay. werden durch Saat vermehrt, die Dinger. Du hattest gerade von Kann man auch durch Linden, Stecklinge oder ab. du hattest gerade von Linden gesprochen. Hier wird nochmal gefragt, was du als Trachtbaum bevorzugst. Sommer- oder Winterlinde? Alle Linden. Es gibt über 40 verschiedene. Es geht mit der Sommerlinde los und hört mit einer Henrianer aus Herford auf. Die ist dann Anfang Oktober zu Ende. Wir bräuchten sie eigentlich alle. Ich glaube, Und da haben wir sogar schon eine eigene Sendung zugemacht zu den Linden, ne? Du hast mal eine ganze ein Sendung fast nur Linden gemacht. Ja, können wir noch mal machen. In diesem Jahr hat jemand in den neuen Bundesländern so ein altes Rittergut aufgekauft. Der restauriert den Garten und das Gebäude, die sahen wohl schlimm aus. Ich habe das auf den Fotos gesehen. Und der hat sich ein Lindenarboretum zugelegt. Mit sämtlichen Linden, die ich hier habe, hat er jetzt angepflanzt. Der war Ostersamstag da gewesen und hat die über 40 verschiedene Lindenarten mitgenommen. Also Ja, er kann dann von sich aus sagen, er hat ein Lindenarboretum, dann kann man eine ja anwandern. Lindensammlung. Da gibt es dann auch ein Trachtfließband. Da ist richtig, da ist das Trachtfließband da. Die Sommerlinde geht als erstes los. Ende Mai, Anfang Juni, je nachdem, wie das Wetter läuft. Und dann geht das bis Anfang Oktober, bis hier Henrianer. Von den Henrianern habe ich inzwischen sechs verschiedene Typen, die alle etwas unterschiedlich blühen, auch unterschiedlich wachsen und so weiter. Also es gibt ja tolle Pflanzen, man muss sie nur kennen und pflanzen. Und ich bin dabei, die publik zu machen. Jetzt habe ich hier nochmal einen Liguster, das ist der europäische Liguster, der auch gerne im Schatten wächst, hat aber dann die dumme Angewohnheit, er blüht da nicht. Aber er weiß, wo die Sonne herkommt. Und dann wächst er hoch, kippt wieder oben, wächst hoch, kippt wieder oben. Wie so eine Art Fußangel. Da muss man, also wenn man da lang läuft, muss man aufpassen, dass man nicht auf die Klappe fliegt. Und wenn man dann hängen bleibt, der krabbelt so lange weiter, bis er an der Sonne angekommen ist vorne. Und dann blüht er. Dann wächst er aufrecht und dann blüht er. Dann kann er 5, 6 Meter hoch werden. Es gibt noch einen anderen Liguster, der nennt sich Obtusifolium regalianum, der Stumpfblättrige Liguster. Der kommt aus Asien, der blüht zur gleichen Zeit und der bleibt da stehen, wo er gepflanzt wurde. Er wächst eine Etage über die andere und macht nicht so viele Früchte, macht nur ganz kleine, mickrige Früchte, hat auch nicht so große Blütenstände, aber der Duft ist etwa identisch. Und der geht nicht so auf Wanderschaft. Also der heimische Liguster ist nicht mehr zu bremsen. Wir haben mal einen Kunden eine Pflegestelle, dann hat der Architekt da, glaube ich, 506 Liguster als Solitäre reingepflanzt. Jetzt ist das ein Ligusterbildnis geworden. In jeder Ecke sind die Sämlinge aufgelaufen. Die Drosseln haben die sowas von verteilt. Das ist dann auch in meiner Baumschule. Das ist eine Katastrophe. Und wenn ich Jungpflanzen habe, dann brauche ich mir keine einkaufen, die brauche ich bloß ausbuddeln. Die wachsen in allen Ecken. Und jedes Mal, wo der Liguster den Boden berührt, macht er gleich wieder Wurzeln. Also wenn da einer welche haben will, dann muss ich dann bloß einen in den Schatten pflanzen und dann kann er jedes Jahr die Jungpflanzen ernten. Kann er alle zupflanzen. Müsste eigentlich auch einen guten Honig geben, wenn genug von da ist. Da blüht er etwa 3 bis 4 Wochen und dann duftet die ganze Gegend danach. Es ist schon eine Geschichte. Und wenn der Winter nicht so kalt ist, dann sind die sogar immer grün noch. Oder wintergrün. Der kann locker zwischen anderen Gebüsch 5 bis 6 Meter hoch werden. Da kennt er nichts. Ich sehe schon, da So, kommt jetzt haben wir dein den. Bienenbaum, von dem du eben schon erzählt hast. Das ist der, mit dem Bienenbaum fing das alles mal an. Die ersten zwei Pflanzen habe ich 1972 bekommen, nachdem ich seit 66 danach geschrieben habe. Ich habe dann Jahre später herausbekommen, ein gewisser Günther Diamant, ein Dendrologenkollege, ein Gärtner, denn Gärtner und Dendrologenkollege ist immer zur Baumschule Hesse gefahren und hat die ganze Produktion, das waren um die 200 Pflanzen, mehr haben die nie gemacht, aufgekauft und hat er an die Duisburger Imker verkauft, bis sie keine Lust mehr hatten, welche zu pflanzen. Und dann habe ich erst welche abgekriegt, das war 72 im Herbst. Und dann dauerte es noch bis 76, bis die ersten geblüht haben. Ich wusste, in Hannover steht einer, da stand Eolia ruticapa dran. Ich da im Sommer hingefahren, geguckt, ja, blüht prima. Dann bin ich im Herbst hingefahren, wollte Saatgut ernten. Oh, oben hängt nichts mehr, da muss es abgefallen sein. Unten alles Mögliche eingesammelt, da ist sonst was rausgekommen, nur kein Bienenbaum. Denke ich, so was Blödes. Naja, 76 hat meiner dann geblüht. Gucke ich mir das an, was ist das denn? Das sieht man auf der rechten Blüte, das ist eine männliche Blüte, da gucken die Staubgefäße raus. Ich glaube, das weibliche Blüte haben wir diesmal gar nicht dabei. Und dann sind die alle abgefallen, die männlichen Blüten, als sie entstäubt waren.
Eine Schweizerin hat mal geschrieben, die Bestäubtenblüten fallen alle ab. Nein, die männlichen Blüten sind dann entstäubt und fallen dann runter. Da gucken die Bienen sogar noch mal nach, ob da immer noch ein Tröpfchen Nektar drin ist. Und dann macht der Baum, der zwittrige Baum, muss ich dazu sagen, 8 Tage Pause und dann kommen die weiblichen Blüten. Und mein erster Baum, der musste sich selbst bestäuben und deswegen hat er im ersten Jahr kaum Saatgut dran gehabt, so 200 Pflanzen rausbekommen. Aber ich bin, als ich das rauskriegte mit der männlichen und weiblichen Blüte, sofort nach Hannover gedüst, geguckt, was der Bienenbaum in Hannover macht, weil ich mir sicher war, dass das ein Mann war und das war auch einer. Naja, und dann sind gleich 3 Blütendolden abgesprungen, die wollten mit. Die wollten als Samenspender tätig werden. Naja, dann habe ich eine weibliche Blütendolde abgedeckt, alles, was schon offen war, rausgekniffen, nur die geschlossenen Knospen dran gelassen. Und 2 Tage später waren hier wieder welche aufgeblüht und dann habe ich Bienchen gespielt. Dann selber bestäubt und da sind über 30 Jungpflanzen rausgekommen und die stehen bei uns auf dem Friedhof jetzt. Da gibt es Pflanzen dabei, die blühen schon im Juni und die letzten hören erst im Oktober auf zu blühen. Da gibt es keine Männer mehr, da kommt dann auch kein Samen mehr dran, weil die dann so spät sind. Und das wird dann auch nicht mehr reif. Also die Blütezeit von jedem Baum ist unterschiedlich. Die wollen unbedingt Fremdbestäubung haben. Und dann gibt es auch vernünftiges Saatgut. Wenn nur einer da steht, auch wenn er zwittrig ist, der kriegt kein vernünftiges Saatgut. Er kriegt zwar Saatgut, aber das ist nicht so keimfähig. Die Pflanzen sind auch nicht so wüchsig. Erst wenn sie fremdbestäubt sind, dann wachsen sie drauf los wie der Teufel. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem Baum. Und der verträgt allerdings keine Staunässe. Wenn das Grundwasserstand so hoch ist oder mal so hoch kommt, wie wir es 2017 erlebt haben, auf dem Nachbargrundstück standen 5 große Dinger oder 6 sogar. Die letzten beiden sind letzten Sommer kaputt gegangen. Dann faulen die Wurzeln unten ab und dann kommen Pilze rein und dann war es das. Wie alt wird so ein Baum oder ist das jetzt eine Frage vom Standort gewesen, dass sie krank wurden? Das ist eine Frage vom Standort. Also in der Literatur steht drin, ein gewisser Dürre soll behauptet haben, die würden nicht älter als 30 Jahre werden. Mein ältestes Exemplar habe ich 72 gepflanzt, jetzt haben wir 2003. Der lebt immer noch. Wir haben 2023, also von daher. 23, Entschuldigung. Ja, 2023, das sind also schon 50 Jahre her. Ja. Der lebt immer noch. Hat ein bisschen gelitten. Meine damalige Frau wollte unbedingt eine Remmlerrose haben, Paulzel Malaga Mask. Die hat so schnell den Baum erobert, die hat dem Baum richtig geschadet. Meine Frau hat sich von mir getrennt, ich habe mich jetzt auch von der Rose getrennt. Jetzt hat der Bienenbaum wieder Luft, kann er wieder wachsen. Hier ist die Frage, ob der Bienenbaum ein Tiefwurzler ist. Der ist ein extremer Tiefwurzler. An Hanglagen und so weiter, das ist genau richtig. Genau wie die Esskastanie, die braucht auch einen trockenen Standort. Okay. Ich habe Esskastanie neben einem Graben gepflanzt und die sind 20, auch 17 fast ersoffen und 2018 sind sie fast vertrocknet. Weil die Esskastanie keine Wurzeln in den nassen Bereich reinbildet und oben war kein Wasser mehr. Und zwar muss ich dies ja wahrscheinlich noch fällen, die haben so gelitten, die haben letztes Jahr wieder gefruchtet, ganz kleine Früchte. Dann habe ich ausgesät, da haben die das putzig gemacht, da haben die meistens 2 Embryonen in der kleinen Minimarone drin gehabt. Da kommen ganz viele doppelt raus. Dann haben sie das wieder ausgeglichen. Die wachsen dann auch. Also das ist passiert, der Esskastanie aufgelaufen, die wir eingesammelt haben. Obwohl sie so klein waren. Ich habe gedacht, da kommt gar nichts raus. Und diesmal haben sie auch die Mäuse nicht geklaut. Ich habe schon ausgesät und zum nächsten Tag gucke ich in meine Kiste schon wieder leer. Habe keine mehr wiedergefunden. Da sind die Mäuse hinterher. Das ist Mäuse wie gesagt, der Bienen. Drosseln sind deine Freunde, hm? Ja, also die mag ich nicht so an. Die anderen, wenn Zaunkönig reinkommt oder irgendwelche anderen kleinen Vögelchen, die tun unten neulich im Gewächshaus rum. Da habe ich irgendeine so kleine Raupen habe ich da. Ich weiß nicht, was das für ein Zeug ist. Und die haben sie dann rausgesucht. Die sind jetzt weg. Die spinnen sich dann an, die fressen alles, was sie kriegen können, egal wo die Pflanze herkommt, also ob sie aus Neuseeland ist oder sonst wo. Ich habe da hatte einen Kunden, der brachte so australische Pflanzen mit, die er einbürgern wollte. Das hat natürlich nicht geklappt, aber die komischen Raupen, die haben den australischen Pflanzen auch dran rumgekaut. Das war ihnen egal. Die haben alles angeknabbert und spinnen sich da ein, aber die Vögelchen haben das wohl jetzt ziemlich rausgeholt. Das Saatgut selber wird von allen Vogelarten hier gefressen. Die kleinen Vögel zerbeißen das und die großen Vögel, Drosseln und Stare, schlucken das komplett mitsamt der Spelzen runter. Und dann habe ich die Kotwürstchen auf meinen Bienenkästen wiedergefunden. Und dann habe ich gefragt, von was leben die denn? Und wenn man genau hinguckt, ist
ein großes Samenkorn immer mit einem kleinen zusammen. Das kleine ist nicht keimfähig, aber da ist so viel Energie drin, dass die Vögel davon leben können. Über Wochen oder Monate sogar. Und dann verteilen die Drosseln das, wie gesagt, mit einem Klacks Dünger dran. Ich habe mal so ein Futterwürstchen ausgesät, habe ich über 30 Jungpflanzen rausgekriegt. Also da waren nur Bienenbäume drin. Ich habe es schon erlebt, dass ich was ausgesät habe. Da kamen also Bienenbäume, kutternde Aster und was weiß ich, alles Mögliche kam dann. Pfaffenhütchen und die, alles Mögliche kam dann durch. Da hat der Vogel alles durcheinander gefuttert. Aber sonst, und die Blätter, was ist der Vorteil auch noch? Im Buchenwald liegt immer so eine 20 cm dicke Laubschicht drin. Unsere Regenwürmer mögen die Buchen nicht. Aber im Bienenbaumwald, da gibt es keine Laubschicht. Da haben die Regenwürmer bis Weihnachten alle aufgefressen. Da sind die Blätter weg. Okay. Wir haben hier so in der Nachbarschaft eine Pflegestelle. Da sag ich, Mensch Leute, da müssen wir noch mal Rasen abfegen. Das ganze Laub liegt da noch drauf. Guckt ihr am nächsten Tag noch mal hin. Sag ich, können wir uns schenken. Das ist alles auf Feuchtigkeit. Jetzt die Regenwürmer schon zusammengezogen. 8 Tage später waren die Blätter alle weg. Dann die Regenwürmer, die alle aufgefressen. Die dicken Tauwürmer, die dann so 30, 40 Zentimeter lang sind. Wo waren früher die Kinder immer nach dem Motto, du traust dir nicht einen Regenwurm zu essen. Die hat man dann immer rausgesucht. Diese Regenwürmer, die ziehen die Blätter von den Bienenbäumen rein. Die sind da hinterher wie der Teufel hinter der Seele. Okay. Und da kommt danach der Mülter, der Maulwurf, der lässt sich dann die Regenwürmer schmecken. Und damit er richtig rankommt, macht er Maulwurfshaufen. Und in meinen Baumschulfläche, wo dann die großen Bienenbäume stehen, und dann im Herbst hat er so viel Maulwurfshaufen geworfen und die frieren dann zusammen im Winter. Bei Frost sollte man da nicht rumlaufen, da bricht man sich die Hacken, weil die Maulwurfshaufen alle steif gefroren sind. Weil die gucken ja aus dem Erdmaterial raus, aus dem Bewuchs. Dann sind die steinhart gefroren. Da muss man also aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Hier gibt es so ein bisschen eine Wette, habe ich den Eindruck. Der eine fragt, wie viel Honig kann ein Hektar Raps maximal bringen? Und der nächste fragt, wie viel Honig bringt ein Bienenbaum? Müssen wir jetzt Bienenbaumplantagen anpflanzen oder was ist da für die Bienen? Das sollte man mal machen. Ich hatte mal einen Herrn Runkel vom Handelshaus Runkel, der hatte eine ganz tolle Idee. Der hat Additive hergestellt, die man in Rapsöl reinkippt, damit man damit Tracker betreiben kann. Da wird es fließfähiger und so weiter. Und der hatte Besuch von einem Südkoreaner, der brachte ihm 5 Liter Eudia-Öl mit. Eudia haben ja 30% Öl drin in ihren Früchten. Mhm. Dann hat er seinen Dieselmotor hergekriegt, 50% Eudia-Öl, 50% Diesel. Der Motor ist gelaufen wie eine 1. 25% Diesel, 75% der Eudia-Öl, der Motor ist immer noch prima gelaufen. Jetzt kam er bei mir vorbei, sagte, Mensch, das wäre doch eine Geschäftsidee. Den Eudia-Samen ernten, den Ölkuchen an die Bauern verkaufen, die Imker gehen rein, ernten noch Honig und dann später hätte man noch das Holz. Naja, und dann haben wir dann Saat geerntet, ich mit der Stangenschere 2 Stunden gefummelt und gemacht und getan. Er hat den großen Sack mit. Ja, der Sack war dann voll gewesen. Da sind wir noch bei einer Straße waren welche. Dann kamen die Leute raus. Ja, die freuen sich immer, wenn die Vögel drin rumtouren und die ganzen Samen wegholen. Dann sind wir zum Friedhof gegangen, haben da auch noch mal geerntet. Und dann habe ich von den beiden nie wieder was gehört. Das Ernten ist so mühselig. Das kann man vielleicht in Korea machen, wo man Oma und Opa einen Baum schickt, die das Saatgut dann runterpflücken. Hier in Deutschland ist das nicht mehr bezahlbar, dass man da Leute reinschickt, die das Saatgut ernten. Bei der Mandelernte und bei der Olivenernte, da kommt ein Trecker mit einem großen Greifer dran, der schüttelt einmal, da fällt der ganze Krempel runter. Beim Bienenbaum bleiben die Samenstände oben sitzen. Die fallen erst im Laufe eines halben Jahres ab. Diese Körnchen fallen auch nicht raus. Die bleiben an einer Nabelschnur hängen. Die wollen ja vom Vogel gefressen werden und die Drosseln müssen alles mitsamt der Spelzen fressen, sonst kriegen sie das nämlich nicht raus. Die schaffen es mit ihrem großen Schnabel nicht, die kleinen Körnchen rauszusuchen. Die Meisen und die Finken, die knabbern das raus. Die kriegen das hin, aber die Drosseln nicht. Das ist ja eigentlich ein Baum für die Drosseln. Naja, und dann also mit der Ernterei, das wird dann, ist also mühselig und dann habe ich nie wieder was von den beiden gehört. Schade. Das wäre die Idee gewesen. Und ich habe noch keinen Landwirt gefunden, der mal einen Hektar davon anpflanzt. Da muss ich dann wieder aufpassen, dass... Da hättest du erst mal kreuzen und selektieren müssen, bis du Bienenbäume mit losem Saatgut findest. Ja, aber dann, wenn das runterfällt, dann muss man. Es gibt manche, die da fallen die schon ein bisschen eher ab, aber die meisten bleiben alle dran hängen. Wann schneidet man einen Bienenbaum? Eigentlich gar nicht.
wachsen lassen und nur das tote Holz rausschneiden. Also die Pflanze beschließt selber, diesen einen Ast will ich nicht mehr und den will ich auch nicht mehr. Den lässt sie, der fruchtet noch, der stirbt über dem Laufe des Winters ab. Im Frühjahr fällt die Rinde runter, da kommen die Vögel, fusseln diese, sammeln diese Rinde, fusseln ein, bauen damit ihre Nester oder polstern ihre Nester damit aus. Und dann sieht man mit, ich habe eine Stangensäge von der Firma, ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber es gibt eine Firma Berger, der im Ruhrgebiet da irgendwo, der stellt Stangensägen her, die kommt mal 10 Meter hoch. Allerdings braucht man den entsprechenden Mitarbeiter, der Arme hat wie Popeye. Sonst kriegt man die Stangensäge nicht mehr gehalten. Und dann kann man die Äste raussägen. Oder man muss dann einen Baumkletterer haben, der dann hochklettert und das Totholz rausschneidet, alle paar Jahre mal. Wenn sie einzeln stehen, dann passiert das nicht, aber ich habe sie sehr dicht stehen zum Teil, dann können auch schon mal größere Äste absterben. Also was dann Äste, die keine Assimilationsleistung mehr bringen, sagt die Pflanze, nichts damit, ich schmeiße den weg, der schafft nichts mehr, dann brauche ich den auch nicht. Dass sie immer höher wachsen. Die können also locker dann 15, 20 Meter hoch werden, wenn die im Gedränge stehen, dann drücken die sich hoch. Ich habe da schon einen kleinen Urwald stehen. Also ich ernte regelmäßig Honig, aber das ist nicht die Riesenmenge. Aber wenn es gut läuft, brauche ich meine Ableger nicht füttern. Und wenn das Wetter dumm läuft und zu extrem trocken ist oder zu schlecht ist, muss ich dann doch füttern. Ich habe also schon Jahre gehabt, dann brauchte ich die Ableger gar nicht mehr einfüttern. Da hatten die genug reingeholt. Weil ich dann ja doch ein bisschen füttere und so weiter, dann kann ich da nichts mehr rausholen. Aber die letzten Jahre hat es nicht mehr ganz hingehauen, weil es einfach zu trocken war. Obwohl das Tiefwurzler ist, aber dann reichte das trotzdem nicht aus. Wie lange braucht der Bienenbaum bis zur ersten Blüte? 4 bis 7 Jahre etwa. Ich habe auch irgendwo einen, der sagt, der steht schon 10 Jahre, macht immer Riesentriebe. Ich glaube, der sollte den nicht mehr düngen. Also man kann ihm dann nicht nachhelfen, also man muss es abwarten. Ich habe vor Jahren mal einen Imker getroffen, der hat in Braunschweig, also vor meiner Zeit, schon irgendeinen gepflanzt. Er sagte, 10 Jahre, so ein dicker Stamm bist du schon, ich hacken weg. Sag ich, Junge, wart's ab. Im nächsten Jahr habe ich den wieder getroffen. Oh, das hättest du erleben müssen. Wieso? Ja, dauernd haben die Leute bei ihm auf der Klingel gestanden. Deine Bienen schwärmen gerade. Willst du die nicht einfangen? Jeder, der wusste, weil das stand im Vorgarten, der Baum. Und jeder, der vorbeikam und hat das am Brummen gehört, ist gleich zur Klingel gestürzt und hat gesagt, Mensch, da sitzt ein Bienenschwamm und da soll ich mal wieder einfangen. Das fand er dann auch nicht so lustig. Das hört sich wirklich an, als ob ein Bienenschwamm drin einzieht. Okay. Ich hatte mal Professor Dustmann bei mir auf dem Gelände gehabt, da war es etwas windig. Dann drückte der Wind die Bienen raus. Und er sagte auch, ja, na guck, sieht aus, als ob da ein Bienenschwamm jetzt reinzieht. Dann flogen die Bienen dann wieder rein, als der Wind dann wieder nachließ. Hier ist jemand ein Fan von deinen Vermehrungstipps und fragt, ob es außer den Weiden noch andere Dinge gibt, wo man einfach Steckhölzer in der Landschaft verteilen kann und dann wachsen die Sachen hoch. Die Weiden sind die am besten, die geeignet. Die anderen, die tun sich ein bisschen schwer. Die sind unter Kontrolle, da geht das ja mit Fußbodenheizung und solche Tricks. Das hat man in der Landschaft nicht. In der Landschaft geht das am besten mit Weiden. Es gibt ja nicht nur eine Weidensorte, es gibt ja auch an die 400 genau genommen. Aber alle lassen sich nicht unbedingt durch Stecklinge vermehren. Die sogenannte Capreae Mars. Da ist im 1900 rum schon Gärtner auf die Idee gekommen ist, dass man die propagieren muss. Die kann nämlich kein Imker vermehren. Die müssen die Imker in der Baumschule kaufen, weil die veredelt wird. Aber ich habe inzwischen eine Capreae gefunden, die durch Stecklinge geht, aber auch nicht so pralle. Und ich habe in diesem Jahr eine Daphneides gefunden, eine Reifwarde, die schon am 20. Februar geblüht hat. Während meine anderen Daphneides praecox erst am 13. oder 14. März angefangen haben zu blühen. Allerdings ist uns ein Teil der Vermehrung schiefgegangen. Ich glaube, einer von meinen Strategen hat die Erde, die wir gemischt haben, doppelt gedüngt. Dann sind die Pflanzen 14 Tage gewachsen und dann sind sie alle wieder rückwärts gewachsen und waren tot. Das ist schade, ja. Das, was zu viel ist, ist zu viel. Und ich dünge ja mit Langzeitdünger. Das kann auch mit Naturdünger passieren, wenn das zu viel ist. Das geht auch daneben. Habe ich auch schon erlebt. Und Okay. da sind mir leider viele Weiden kaputt gegangen. So, was haben wir denn noch da? Ein paar haben wir noch, nicht mal viele. Das ist der Bienenbaum. Der Bienenbaum wird durch Saat vermehrt. Wenn es warm genug ist, braucht das Saatgut nur 14 Tage. Und wenn es so kühler ist, dann dauert das 2 bis 3 Monate. Oder wenn man im Herbst aussieht, dann kommt es im Mai raus. Muss man da auch wieder die Frucht
drumherum wegmachen? Nee, das ist, man muss es bloß ein bisschen ausschütteln, dass man nur die Körnchen für sich hat. Das ist nochmal ein Judasbaum, und zwar ein kanadischer Judasbaum, der ist kälteresistenter, wie der Siliquastum, der europäische oder der Mittelmeer-Judasbaum. Wächst sogar noch ein bisschen schneller und kräftiger und hat dann auch diese Schmetterlingsblüten dran. Das war auch was für die schwarzblaue Holzbiene wieder. War. Die schwarzblaue Holzbiene geht ganz gerne auf Schmetterlingsblütler. Das wird also so an die 10 Meter hoch. Ach, jetzt ist das, jetzt haben wir doch schon fast. Das Ja, ist diese sind wir Liste. doch schon durch. Das ist die Liste, die müsst ihr Wir euch, sind. da müsst ihr das Video mal anhalten, weil es jetzt ein bisschen klein geschrieben ist und genau mal Ja. lesen. Da hat Bernhard das, was er momentan, was er heute gemacht hat und was er auch momentan vorrätig hat, nochmal aufgelistet. Ich würde Und da sagen, sind auch Preise dahinter, damit man weiß, was auf einen zukommt. Dazu kommen noch die Verpackungs- und Frachtkosten. Ich schick das, die meisten Sachen sind ja größer, die schicke ich mit GLS weg. Die haben die Preise auch schon wieder angehoben, die Lümmels. Das ich glaube, ist halt so. diejenigen, die es haben wollen, können dich entweder anrufen, auf deiner Webseite gehen, die Ja. hatten wir am Anfang, oder nochmal zurückblättern, was denn momentan da ist. So als Gedächtnisstütze. Ansonsten können Sie Ja. dann den Namen rausschreiben und wie gesagt, dann auf der Internetseite gucken. Ja, herzlichen Dank. Ich Wie spät haben wir es denn jetzt? kurz nach neun. Fast Punkten. Punktlandung. Wir sind auf eine Stunde genau, Bernhard. Also, Ja, das ist. 21:06. Das kann Haben wir gar man. nicht hingeguckt die ganze Zeit. Ich jetzt auch gerade erst, als ich wieder zugemacht habe. Ja, herzlichen Ja. Dank. Die Lindensendung, die halten wir mal im Hinterkopf. Die machen wir noch mal mit der Ja, ganzen ich Liste. will im Sommer noch ganz viele Fotos machen. Okay, Muss man mal das gucken. Ich eine habe meinen gute Lehrling Idee. zwar schon angespitzt, aber der kommt auch nicht in die Strümpfe. Wir nehmen die Lindenblüten auch ohne Bienen. Also. Naja, ich will. Ich habe eine Tilia chinensis, da warte ich schon seit Jahren drauf, dass sie blüht. Ich habe da schon mit der Motorsäge gedroht. Vielleicht kommst du in den Kessel. Aber muss mal gucken. Auf der anderen Seite habe ich eine Tilia olivieri. Veredelung vom letzten Jahr habe ich ins Gewächshaus reingestellt. Da haben natürlich die Schnecken gleich wieder Geschmack dran gefunden. Die haben schon Knospen angesetzt. Da war ich also echt von den Socken. Also einjährige Veredelung, die im zweiten Jahr schon blühen. Das gibt es dann auch. Also das ist dadurch, dass sie veredelt werden, die Linden, bringen die ja das Alter der Vorpflanze mit. Also wenn die Vorpflanze 500 Jahre alt ist, sind die Veredelungen auch 500. Die bringen die Genetik der Mutterpflanze ja mit. Ich habe also zum Teil Sommerlinden da. Die Mutterpflanze steht in Heede, ist der erste Nationalerbebaum Deutschlands geworden, hat einen Stammumfang, kann man nur kurz über der Erde messen, dann geht das in mehreren Dingern auseinander, von 18 Metern. 18 Meter Umfang Ach, Umfang. ist Die schon ganz dickste Linde ordentlich. Deutschlands ist 2014 Champion Tree des Jahres 2014 geworden. Ich bin in dem Jahr zum Apicitus des Jahres gewählt worden. Dann freut man sich doch, da kann man sich auch merken. In dem Zusammenhang, dieses Jahr habe ich sogar den goldenen Bienenstachel überreicht bekommen vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund für mein Lebenswerk. Da war ich auch ganz, hat man mich dann so ein bisschen reingelegt. Ich sollte einen Vortrag halten und einen Workshop machen. Dann hieß es plötzlich, ich sollte dann unbedingt zu der Zeit oben in dem einen Saal sein. Und dann meinte der Frank Osterloh, der Minister wartet schon. Ich habe doch gar nichts mit Minister zu kriegen. Da war es Christian Meyer, unser Umweltminister, unser neuer. Den Ja, kannte ich von guck. früher schon von irgendwelchen Veranstaltungen. Der hat nämlich den goldenen Stachel auch gekriegt. Vor ein paar Jahren, weil er sich für die Imker eingesetzt hat als Landwirtschaftsminister. Und jetzt ist er Umweltminister. Ach, ich kann hier Naja. in diesem Bildschirm kann ich jetzt keine Fragen einblenden. Deswegen ein Wunschthema für eine Sendung gibt es nochmal, nämlich eine reine Staudensendung wünschen sich die Zuschauer. Ja, können wir auch immer auch machen. Und dann fragt jemand, ob es eine spätblühende Marillensorte gibt. Marille ist Aprikose, ne? Ja, da bin ich überfragt. Da ist aber Muss Frage. ich passen. Wir haben Da gibt es wieder den. Spezialbetriebe. Ja, Ja, wir das haben ist mal eine ja, Frage, wo du der keine Gartenbau ist Antwort ja viel. hast. Ja, das gibt es auch. Da bin ich ja ehrlich. Ich kann ja irgendwelche Märchen erzählen, aber das muss ich nicht. Da bin ich auch ehrlich genug. Ist auch nicht Das nötig. Gartenbaubereich ist so groß,
Deswegen habe ich mich auf die insektenblütigen Gehölze gestürzt. Die ganzen Koniferen lasse ich weg, die Windblütler lasse ich weg, nur was für die Insekten gut ist. Das ist schon reichlich genug. Bei die, das ist schon reichlich genug. Marille, und die Marillen sind ja auch für die Insekten. Ist auch für die Insekten gut. Ja, ja, aber mit den Sorten, also die, da gibt es ganz verschiedene Sorten von. Das, die Marille ist ja im Prinzip. Es gab mal eine Firma Ahornblatt, die haben sogar Wild. Ja, die Bezeichnung ist unterschiedlich. Von Ort zu Ort, der eine sagt Marille, der nächste sagt Mirabelle dazu und so weiter und so fort. Okay. Es ist also, die Bezeichnungen sind ortsmäßig ein bisschen unterschiedlich. Und es gab mal eine Firma Ahornblatt und da gab es einen, der hat also die ganzen Wildformen auch nochmal gesammelt, die Unterarten nochmal gesammelt. Aber wie weit das, die noch aktiv sind, weiß ich nicht. Die sind dann irgendwie leider insolvent gegangen. Das fand ich eigentlich schade, weil die sich nur auf sogenannte heimische Sachen spezialisiert hatten. Und irgendwie, keine Ahnung, ob da einer weggestorben ist oder was, ich bin da nicht ganz durchgestiegen. Ich habe dann plötzlich nichts mehr von den Jungs dann gehört. Dann rief noch mal einer an und dann habe ich gar nichts mehr gehört. Sowas ist natürlich schade, aber du bleibst aber uns noch offensichtlich ein bisschen erhalten. Ich arbeite dran. Ja, ich Hausaufgabe Lehrling, da muss ich mit zwei Sendungen haben wir jetzt, Stauden und Linden. Stauden. Dann gucken wir mal, wie wir die ins, im Jahr verteilt bekommen. Linden, das wäre erst später. Wäre ein bisschen später, ne? Im Herbst, dann, wenn sie durch sind. Und mit den Stauden, das können wir jetzt im Sommer nochmal machen. Ja, gucken wir mal. Es gibt ja auch viele, die man als in den Garten reinpflanzen kann. Mhm. Das ist ja zum Beispiel Johanniskraut hatte ich vor Jahren mal bei einem Kunden, das wuchs im Zaun. Ja, wächst was im Zaun? Ja, das blüht aber schön. Nein, das wollen wir nicht. Das ist da von alleine gewachsen. Lass du das alleine wachsen, das ist doch gerade schön. Das bleibt, das Johanniskraut, das lebt dann nur 3-4 Jahre und dann ist es weitergewandert. Mhm. Dann geht das in die Knie, das ist halt so. Wo einige Stauden, die leben nicht so irre lange. Während zum Beispiel Lenzrosen, so als Beispiel nochmal, die können 40 bis 50 Jahre alt werden. Die können manchen Imker überleben. Die werden sehr alt. Beziehungsweise regenerieren sich immer wieder, weil immer wieder neue Sämlinge kommen und weiter können. Machst du eine eigene Sendung draus? Machen wir irgendwie so in 4, 6, 8 Wochen, so wie es bei dir auskommt, wie du das Material zusammen hast, sagst du mir Bescheid. Ich habe also auch ganz viele Staudenfotos da. Ja, prima. Die muss man nur zusammensuchen, ja, das ist kein Problem. Alles klar. Dann nächste Woche wird es nochmal so richtig imkerlich. Da kommt Thomas Künzi, Heinemann oder Heinemann Künzi, so rum glaube ich, nochmal zu Gast und will uns beibringen, wie man Bienenvölker auf ihre Größe schätzt. Liebefelder Schätzmethode. Und die Woche drauf bin ich, glaube ich, nochmal dran. Mache ich nochmal was zur Vermehrung von Königinnen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, wir machen mal das, was wirklich jeder oder jede hinbekommen kann. Königinnenzucht oder zumindest Königinnenvermehrung ohne umzularven. Und ich habe wieder angefangen zu lesen. Da schauen wir mal, welche Methoden funktionieren, welche nicht funktionieren. Was sich wie. Bogenschnitt. Genau, Bogenschnitt, kleiner Bogenschnitt, Mikrobogenschnitt, Eistreifen. Eistreifen, all diese Verfahren. Habe ich alle schon ausprobiert. Ich auch, wer nicht? Aber man muss halt einfach mal einmal rangeführt werden, dass man sieht, wie einfach gerade dieser Bereich ist und wie schön das ist, wenn man das in der richtigen Jahreszeit macht. Deswegen machen wir das in 14 Tagen. Also, euch noch einen schönen Abend. Ja, dir herzliches Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, und dann wollen wir gucken, dass das Wetter besser wird, aber nicht zu heiß, damit die Bienen schnell genug fliegen können. Wenn das zu schnell abblüht, dann kommen wir auch nicht auf unsere Kosten. Hast du das? Hast du da auch irgendwo Verbindungen, dass du das Wetter an die richtige Stelle drehen kannst? Das hätte ich schon gemacht. Mein alter Herr ist ja schon da oben irgendwo, aber das kriegt er nicht hin. Ja. Das funktioniert nicht. Noch jetzt nicht ist besser mit ihm. Angedreht. Ja. Also bei uns regnet es fast nicht jeden Tag, aber oft. Und dann guckt man ein Regenmesser rein. Was ist das? 2,5 Millimeter. 1,5 Millimeter. 3 Millimeter. Und dann kommt eine Sonne, die guckt 5 Minuten raus und dann hat sie das erledigt mit den 2,5 Millimeter. Ist alles wieder verdampft. Also der Grundwasserstand sackt weiter ab. Von Tag zu Tag. Ich habe ja einen Grundwasserteich. Es wird wieder weniger.
Und wenn das so weitergeht, ist er dieses Jahr wieder trocken. Obwohl Und wir jetzt ist ja denn. schon afrikanisches Wasserloch gebuddelt. Es sind irgendwelche Wasserpflanzen aufgetaucht, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Schwimmpflanzen, die schwimmen einen halben Teich rum. Keine Ahnung, wer die da reingezaubert hat. Saatgut von vor 100 Jahren. Möglich ist es, wir haben ja noch mal einen Meter tiefer gebuddelt. Ob da irgendwelche Saatgut hochgekommen ist, dass sie verteilt hat, im Herbst aufgelaufen war und jetzt wächst das ringsherum im Teich. Ich denke, jetzt im Frühjahr sagt er, was wächst denn da unten? Ja, so weiß ich auch nicht. Plötzlich ist es oben und Schwimmblätter sind das. Keine Ahnung. Bin ja gespannt, ob es noch mal blüht. Oder haben es vielleicht auch da Vögel transportiert? Eine Ente gelandet, hat das mitgebracht? Ja, aber dann müssen die kommen ja erst im Frühjahr, die Enten. Und dann ist ja nicht mehr so viel. Und letztes Jahr war ja alles trocken gefallen. Es war ja nur noch ein kleines Loch, was wir einen Meter tiefer gebuddelt haben. Da war da Wasser drin. Da taucht dann wieder 20 Zentimeter Wasser auf. Das lief die ganzen paar Wochen und dann haben wir dann noch mal Erde weggefahren, noch mal abgetragen, noch ein bisschen tiefer gemacht, in die Baumschule gekippt und Erde weg. Und dann fing es wieder an zu steigen. Und da stehen plötzlich Wasserpflanzen da, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Die Natur ist Seltsam. wunderlich. Alles klar, wir machen Schluss für Jo. heute. Bernhard, Okay, schönen Abend dann noch. euch auch einen schönen Abend. Dann Stream schauen wir beenden. mal, wie es weitergeht.